Der Espresso gehört zu Italien wie das Bier zu Bayern. Über 700 Röstereien soll es geben und damit zählt Italien zum viertgrößten Kaffeeexporteur der Welt. Auch am Gardasee, einem gerade bei Deutschen sehr beliebten Urlaubsziel, wird Kaffee traditionell geröstet. Bereits in dritter Generation kreiert die Familie Martinelli Röstungen und lebt die Leidenschaft für aromatischen Kaffee. Geschäftsführer Lorenzo Martinelli erinnert sich, wie alles begann. Om Café wurde 1947 von meinen Großeltern gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs hat mein Großvater bei meinen Verwandten in Trento, unweit von seinem Geburtsort, in einer Rösterei das Handwerk gelernt und so wurde seine Leidenschaft für das Rösten geweckt. Und dann, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben mein Großvater und meine Großmutter hier am Gardasee ihre eigene Rösterei aufgebaut. Wie alle Unternehmen, die kurz nach dem Weltkrieg gegründet wurden und Produkte hergestellt und gehandelt haben, die eher unbekannt waren, war das Wachstum zu Beginn eher durchschnittlich. Es gab ein kleines Café und im hinteren Bereich wurde der Kaffee unter neugierigen Blicken hergestellt. Der große Wandel folgte in den Jahren danach, als mein Vater und mein Onkel das Geschäft übernommen haben. In den 80er und 90er Jahren folgte ein exponentielles Wachstum, da wir seitdem auch Bars, Restaurants und Hotels mit unserem Kaffee beliefern. Der Name Om Café setzt sich aus dem Vor- und Nachnamen des Gründers Ottorino Martinelli und seiner Leidenschaft, dem Kaffee, zusammen. Mittlerweile ist das Unternehmen, das weiterhin traditionell im Familienbetrieb geführt wird, auf rund 26 Mitarbeiter gewachsen. Die Maschinen wurden modernisiert und die Produktion um ein Vielfaches gesteigert. Aber nach wie vor ist der Herstellungsprozess im Grunde der gleiche. Zu Beginn steht die rohe Kaffeebohne, die direkt aus den Herstellungsländern importiert wird. Hier ist Lorenzo Martinelli, der direkte Kontakt zu den Bauern, sehr wichtig. Ein entscheidender Punkt für uns ist es, die Hersteller, die Kaffeebauern zu kennen. Es ist genauso wie beim Wein. Das Anbaugebiet ist sehr wichtig für den Geschmack und die Qualität. Unsere Kaffeebohnen kommen aus wunderschönen Ländern, für viele bestimmt Traumurlaubsziele. Für uns ist die Herkunft extrem wichtig, denn hier wird der Grundstein für guten Kaffee gelegt. Nur wenn das Rohprodukt gut, hochwertig angebaut und gewachsen ist, dann können wir daraus am Ende eine gute Tasse Kaffee herstellen. Nach der sorgfältigen Prüfung der Rohbohnen kommen sie in das Lager. Hier werden die Säcke aufgeschnitten und die Kaffeebohnen in den Fülltrichter eingefüllt. Bevor sie in den Rohkaffeesilo gelangen, werden in der Vertikalreinigungsmaschine alle Verunreinigungen und leichte Rückstände schonend vom Grünkaffee entfernt, damit er unversehrt und einheitlich bleibt. Danach wird der Kaffee zum Rohkaffeesilo transportiert, wo er nach Herkunft, Qualität und Charge unterteilt und bis zur Röstung zwischengelagert wird. Von hier aus wird der Rohkaffee in die Röstanlage, die 120 Kilogramm fasst, eingespeist. Die Bohnen werden auf ca. 200 Grad erhitzt und verlieren bei diesem Prozess etwa 20% ihres Gewichts, während gleichzeitig das Volumen um rund 80% ansteigt. Die benötigte Hitze wird aus 100% erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Der gesamte Prozess dauert 15 bis 20 Minuten und wird mittlerweile von zwei Computern gesteuert, die für jede Kaffeesorte einer spezifischen Röstkurve folgen. Trotz aller Technik ist die Arbeit des Röstmeisters unersetzlich, denn nur er kann die bestgeeignete Röstkurve bestimmen und das gesamte Potenzial, die Aromenvielfalt sowie den individuellen Charakter herausarbeiten. Am Ende stecken in einer gerösteten Kaffeebohne rund 1000 aromatische Verbindungen, die den einzigartigen Geschmack ausmachen. Walter Gefell ist leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Nachdem er aber von der Auswahl der Kaffeesorten in Österreich nicht begeistert war, baute er sich mit dem Vertrieb von hochwertigem Kaffee ein weiteres Standbein auf. Ich war immer schon Kaffeegenießer und war immer in Italien und habe mich auch dieser Kaffee in Italien hat mich fasziniert. Wenn ich irgendwo in einem Kaffee ausgesessen bin und einen Kaffee getrunken habe, das war einfach ein extrem guter Kaffee. Und wenn ich dann zu Hause war und mit meinen Möglichkeiten zu Hause versucht habe, habe ich nie so einen guten Kaffee zusammengebracht. Und damals, das war 2007, habe ich die Idee gehabt, warum holst du nicht Italien zu uns nach Hause und holst eben den richtig guten Kaffee, was es in Italien gibt, auch nach Österreich. Und dann habe ich geschaut, welche Möglichkeiten gibt es, welche Röster gibt es, die wirklich hochwertigen Kaffee herstellen. Habe mit denen Kontakt aufgenommen und seitdem importiere ich eben von speziellen hochwertigen Röstern den Kaffee nach Österreich und vertreibe ihn dann weiter nach Österreich und Deutschland. In seinem Sortiment finden sich ausschließlich Produkte aus ausgesuchten italienischen Röstereien.
Mit der Rösterei Om Kaffee verbindet ihn eine besondere Beziehung. Zum einen zählt das Gardaland zu einem beliebten Urlaubsziel seiner Familie und die Philosophie der Rösterei spricht ihn sehr an. Om Kaffee habe ich seit 2007 gleich im Portfolio gehabt. Wie gesagt, mit Om Kaffee wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung. Also wir arbeiten sehr, sehr gut miteinander zusammen. Was ich an Om Kaffee so schätze, ist dieses so nicht typisch italienische. Om Kaffee ist, sie haben die Leidenschaft und die Qualität von den Italienern. Sie rösten extrem guten Kaffee, haben aber nicht diese italienischen Leiden, sagen wir so. Oft sind Röstereien, da wird so qualitativ mittelmäßig gearbeitet, auf die Qualität nicht unbedingt Wert gelegt, auch Umweltschutz zum Beispiel. Umweltschutz ist bei Om Kaffee extrem hochgeschrieben. Es gibt fast keine Röstereien in Italien, wo wirklich Umweltschutz eine Wichtigkeit hat. Und das sind so Kleinigkeiten, viele, viele, viele Kleinigkeiten, wo einfach Om Kaffee aus der Masse der Röster raussticht. Und darum ist für mich auch Om Kaffee etwas Besonderes, weil es einfach nicht typisch italienisch ist, einfach eins drüber ist, einfach eins besser ist. Eine weitere Besonderheit, neben dem Café und der Rösterei haben Besucher seit 2018 die Möglichkeit, im hauseigenen Museum eine Reise durch die Geschichte des Cafés und seiner Herstellung zu machen. Angefangen beim Anbau und den Ursprungsländern bis hin zur Röstung, antiken Traditionen und den ersten Espressomaschinen blickt man im Museum durch das Fenster der Zeit. Unter anderem erwarten die Besucher liebevoll gesammelte historische Bücher und Maschinen aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts. Zurück im Hier und Jetzt. Die Suche nach neuen Röstungen und Aromen gehört zum Tagesgeschäft. Zu diesem Zweck hat Lorenzo Martinelli eigens ein Minilabor aufgebaut, in dem er in kleinen Rösttrommeln neue Kreationen entwickeln und testen kann. Das Labor bietet den Vorteil, kleine Mengen unter kontrollierten Bedingungen zu testen und neue Röstverfahren auszuprobieren. Hier kommen wir zusammen, um die Rohbohnen zu kontrollieren und direkt eine kleine Menge davon zu rösten. Die Stichproben können wir dann auch gleich verkosten. Immer wenn man die Hersteller besucht, sind das wunderschöne Ausflüge. Und wenn wir die Bohnen dann hier rösten, erinnert man sich daran und versetzt sich in Gedanken wieder an die schönen Orte. Damit wir die Ergebnisse aber objektiv bewerten können, kommen die gerösteten Bohnen in kleine Schälchen mit Nummern und werden an einem ruhigen und sauberen Ort verkostet, in dem man sich ausschließlich auf den Geschmack und das Aroma konzentrieren kann. So entwickeln und entdecken wir neue Röstkreationen. Die Kombination aus Leidenschaft und Sorgfalt waren für Walter Gefell ausschlaggebend, als er die Rösterei in sein Sortiment mit aufgenommen hat. Und auch für die Zukunft sieht er den Bedarf und die Nachfrage nach hochwertigen Produkten positiv. Ich glaube, in Zukunft wird der Kaffeegenuss noch, also das bewusste Kaffeetrinken noch viel stärker. Es wird immer diese Leute geben, die einfach irgendeinen Kaffee trinken, bei denen ist es egal. Die brauchen nur einen Kaffee, wie der schmeckt, ist egal. Ist auch okay. Diese Leute soll es auch geben, die sollen den Kaffee genießen. Aber auf der anderen Seite diese Genussmenschen, denen einfach der Genuss was wert ist und die einfach wirklich danach suchen, eine gute Qualität zu bekommen, die werden, glaube ich, immer mehr werden. Genau, also auch nicht nur beim Kaffee, auch bei anderen Sachen, ob es ein Cognac ist oder ein gutes Essen ist und so weiter. Das Genussdenken wird mehr werden und die Leute werden immer mehr nach gute, hochwertige Sachen suchen. Es ist die Vielfalt und die Kreativität der Röster weltweit, denen wir den Kaffeegenuss, wie wir ihn heute erleben dürfen, zu verdanken haben. Und es sind Händler wie Walter Gefell, die für uns stetig auf der Suche nach neuen Aromen sind, damit wir auch weiterhin die Leidenschaft der Menschen hinter dem Kaffee in jeder Tasse schmecken.